Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei MDR um 4. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Meine heutigen Gäste, die hatten auf jeden Fall eines. Am Samstag nämlich, da feierten die Jungs der Stern-Combo Meißen ihren 55. Bandgeburtstag mit einem riesigen Jubiläumskonzert. Natürlich in Meißen. Und es wurde eine Klangreise durch die mehr als 5 Jahrzehnte andauernde Bandgeschichte. Freunde, Weggefährten, ehemalige Sänger und Musiker der Combo und vor allem unzählige Fans waren zum Open Air an den Ort, wo alles begann, gekommen. Titel des neuen Albums, aber auch die vielen Klassiker wie Der Kampf um den Südpol oder Die Sage waren zu hören. Das sind hier, glaube ich, noch Proben. Und da ging es dann auch zur Sache. Und die Jungs sind jetzt bei mir und sind immer noch ganz beseelt. Hallo, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Muss ganz fantastisch gewesen sein, oder? Am Samstag? Ja, war's. Ja, und es wurde richtig mal wieder Schlange gestanden. Ne? Wie viele Leute waren da insgesamt? Weit über 1000. Über 1000 waren es ja, auf jeden Fall. Ja. Ist denn so ein Jubiläumskonzert was anderes als eins von den vielen anderen Konzerten, die ihr wirklich immer noch jedes Jahr spielt? Das ist schon was Besonderes, ja? Weil das macht man nun ja nicht alle Tage. Und insofern kamen natürlich viele alte Freunde, alte Kollegen. Und vor allen Dingen ich, der aus Meißen bin, habe natürlich schon eine Menge Bekannte gehabt. Und so. Insofern ist es schon was Besonderes. Ja klar, du als Gründungsmitglied hast die 55 Jahre ja voll gemacht. Ne? Und es wollen noch einige folgen. Aber es sind natürlich auch immer wieder viele Junge dazugekommen. Wie war das denn jetzt zum Beispiel für dich, Axel, zu sehen, wie da diese Fans, diese wirklich vielen, vielen Fans, ich glaube, mit sehr viel, ja, unglaublich viel Emotionen auch im Publikum standen und das verfolgt haben. Das muss ja besonders gewesen sein, ne? Ja, ja, absolut. Also besonders die Gäste, die nun gekommen sind, Veronika Fischer und ehemalige Musiker, auf die haben sich natürlich alle gefreut und so. Das war eben auch das Besondere an dem Abend, dass die da waren. Und wir blicken heute zurück auf 55 Jahre Stern-Combo Meißen, liebe Zuschauer, mit vielen tollen Anekdoten und ein paar wunderschönen alten Bildern und natürlich auch nachher noch Musik hier bei uns im Studio. In diesem Sinne, schön, dass Sie dabei sind. Was wir noch so vorbereitet haben, das gucken wir uns jetzt auch noch an. So, liebe Zuschauer, bei uns ist heute eine echte Legende zu Gast. Wir feiern Geburtstag, 55 Jahre Stern-Combo Meißen. So klingt die Stern-Combo Meißen heute und hat sage und schreibe 55 Jahre auf dem Buckel. Gefühlt aber ist die einzige Konstante er, Martin Schreyer, Gründungsmitglied und die mittlerweile graue Eminenz der Sterne. Ansonsten hat die Combo sich verändert und gehäutet, ohne ihre Fans jemals zu verlieren. In kaum einer Band hat die Besetzung so oft gewechselt. Stimmen wie Veronika Fischer oder Nina Hagen fingen bei der Stern-Combo ihre Karriere an. Und selbst der Name war über die 5,5 Jahrzehnte nicht immer der gleiche. 1964 gründet Schreyer mit 15 seine Band. Noch covern sie Lieder anderer. Mitte der 70er Jahre ist die Combo bei sich angekommen. Ihre Markenzeichen Lieder mit Überlänge, textgewaltig und tiefgründig. Seit 1972 erklingt die helle Stimme von Reinhard Fissler. Also was soll aus mir werden, wenn ich auch was Kleines nur. Hierzulande, hier auf Erden, soll man finden meine Spur. In den 80ern wird die Band nahezu massenkompatibel. Der Name wechselt zu Stern Meißen und mit I.C. Falkenberg als Sänger entstehen eine ganze Reihe von Liedern, die bis heute Ohrwürmer sind. Nach der Wende verschwindet Stern Meißen erstmal von der musikalischen Bühne. 1996 aber ist die Zeit reif fürs Comeback. Musikalisch geht es zurück zu den Wurzeln, zum alten Namen. Und Fissler steht wieder am Mikrofon. 2000 erkrankt er an ALS. Fissler singt trotz Krankheit bis 2005 in der Band. Denn ich habe mir dein Wort, denn so viel schon gehört von dir. Nach 4 Jahren mit Frontman Larry Bay übernimmt die Jugend bei Stern-Combo Meißen. Manuel Schmidt ist Verjüngungskur und Glücksfall. Der gebürtige Altenburger mit seinen 35 Jahren ist seit 2012 die Stimme der Band.
Manuel brennt für Musik, hatte wie Martin Schreyer mit 15 seine erste eigene Band und beherrscht das Repertoire der ältesten Band Deutschlands. Also was soll uns mit werden, werde ich auch was Kleines nur. Hierzulande, hier auf Erden, säumen finden meine Spur. Und ich ruf den großen Weltgeist, großen Weltgeist Freund. Sieht er mich auf meiner Stelle, im Koordinatenkreuz. Das und das meine Bahn, in den großen Weltenbahn. Und da zahl ich grad zu viel, dass ich da eine Rolle. Und da sind sie, die beiden Generationen der Sternkombo Mais, würde ich mal sagen, Gründungsmitglied Martin und der Manuel, der ja vor einigen Jahren, wir haben es gehört, 2012 dazugekommen ist. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, meine Jungs, hier stimmen noch die Instrumente. Wir werden dann nämlich nachher noch bei euch, von euch hier etwas dargeboten bekommen. Wie geht's euch? Wie war das Wochenende? Also uns geht's sehr gut. Wir hatten zwei sehr gelungene Konzerte gemacht. Das eine war in Zittau. Ja. Und auf dem nachfolgenden Tag haben wir unser Jubiläumskonzert in Meißen gemacht. Und das war alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung. Auch erstmal erleichtert. Ja, wieso erleichtert? Ja, es ist doch einiges zu tun im Konzert. Ja, ist es ein bisschen aufregender, so ein Jubiläumskonzert zu machen, wenn man vielleicht weiß, okay, vielleicht kommen da einfach noch mehr Fans, die noch viel mehr erwarten als sonst, weil sie vielleicht so eine Reise durch die Zeit auch noch erleben möchten? Mhm. Ja, das kann man so sagen. In Anbetracht dessen, dass wir viele alte Weggefährten und Kollegen eingeladen hatten, was auch bekannt war, war das natürlich für die Zuhörer äußerst interessant, ja, ihre älteren Kollegen dort zu sehen und spielen zu hören. Und das hat voll funktioniert und alle waren begeistert und waren auch oftmals sogar überrascht, dass der eine oder andere aufkreuzte, der nicht angesagt war. Ja, genau. Gab es Überraschungsgäste für euch auch? Gab es irgendwelche Dinge, die passiert sind, von denen ihr nicht gewusst habt? Ja. Die Zuschauer. die ja, es sind mehr geworden als erwartet. Ne? Ja, genau. Ja, das war extrem gut. Ja. Aber für mich war es sehr schön und überraschend, dass wieder erwarten, und ich wusste das gar nicht, dass viele alte Kollegen von mir aus den 60er Jahren, mit denen ich damals zusammen Musik gemacht habe, die waren alle da. Den einen oder anderen habe ich gar nicht mehr wiedererkannt. Aber, aber es war trotzdem sehr schön und wir haben auch lange Gespräche geführt und denen hat es auch sehr gut gefallen, was wir da gemacht haben. Wenn ihr jetzt sagst, 55 Jahre Sternkombo Meißen, gibt es so einen bestimmten Tag, an den du noch dran denkst, wo du sagst, das war der Anfang? Es ist, glaube ich, in einer Gaststätte. Habt ihr euch überlegt, ja, oder? Ja, hört man so, habe ich irgendwo gelesen. Ja, klar, ich habe es schon 100-mal erzählt. Wir haben ja damals die Band gegründet, beziehungsweise ich habe sie gegründet, wo die Beatles kamen und die Rolling Stones. Und wir waren als junge Menschen, wollten wir aus der bürgerlichen Quetsche ausbrechen, sozusagen. Und wollten dann richtige Musik machen. Und so fing das an. Ich war 16 und ich habe dann ein paar Freunde angesprochen, die sagten, okay, wir machen mit. Mit dem einen war ich sogar im Kinderferienlager. Von da kannten wir uns her, der Bassist Benno Fiedler. Und ja, und wir haben dann geprobt, so Musik, die damals in war, die bekannt war. Und unser erster Auftritt, der kam eigentlich wider Willen. Weil uns fragte jemand, wir haben im Luftbad Spar, das ist so ein kleines Erholungsrestaurant da in Meißen, da haben wir geprobt und der Kneipier, der fragte uns, Mensch, ich habe heute Abend hier eine Rentnerveranstaltung, wir brauchen dringend jetzt eine Band. Ja, und da haben wir uns dann breitschlagen lassen und haben schnell noch nachmittags entsprechende Musik kurz geprobt. Und damit die auch mal ein bisschen teilweise schwufen können? Ja, so ungefähr. Ja. Und das war letztendlich, komisch klingt, unser erster Auftritt, also unsere erste Mucke sozusagen. Weißt du noch, was ihr da gespielt habt für Lieder? Was für Musik? Ja, rote Lippen soll man küssen. Nein, echt? Das kann ich mich noch erinnern. Ja. Und sogar altdeutsche Musik. Okay, also das ist, ihr habt ein breites Repertoire, dann später wart ihr natürlich auch für die bekannt mit den, sag ich mal, anspruchsvolleren, nicht nur Texten, sondern auch Musik. Manu, du bist ja dann ein bisschen später noch dazu gestoßen, aber du bist auch so ein Vollblutmusiker. Ich glaube, der auch diese Musik wirklich lebt. Man kann das, was Sternkombo Meißen gemacht hat in 55 Jahren, ja gar nicht in irgendeine Schublade stecken, oder? Nee,
Kann man nicht. Es ist immer wieder anders, immer wieder frisch und neu. Und zieht sich wirklich durch ganz viele Stilistiken durch. Ne? Mhm. Also von der Klassik angefangen bis zum Pop ist alles dabei. Das ist das, was die Fans auch so lieben. Übrigens, liebe Zuschauer, bevor wir jetzt noch mal Bilder sehen vom vergangenen Konzert, also am Konzert am Samstag in Meißen, haben wir hier noch eine schöne DVD für Sie. Und zwar haben wir die aus dem DDR-Fernseharchiv, wo es so schön heißt, ist sogar, glaube ich, ein Aufkleber unten drauf, wo das da steht, rausgegraben. Zwei wiederum sehr schöne, aber längst vergangene Konzerte sind darauf zu sehen. Also was für echte Sternkombo Meißen-Fans. Wobei man muss sagen, es war ja eine Zeit, in der die Band nur Stern Meißen hieß. Warum und wieso, können wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber liebe Zuschauer, wenn Sie mit Ihrer Frage hier bei uns im Studio landen, bekommen Sie ein Exemplar dieser wunderbaren DVD. So, und jetzt wollen wir mal sehen, was da los war am Samstag beim großen Sternkombo Meißen Jubiläumskonzert in Meißen. Und bitteschön. Musik noch echt und handgemacht, wie damals schon. Das schätzen die Fans an der Sternkombo Meißen seit 55 Jahren. Wer hätte das gedacht, dass 1964 dort oben in Spar so eine kleine Band mal so berühmt wird? Ist die berühmt? Ja! Wenn von der Sternkombo keiner in Meißen wohnt, das Jubiläumskonzert kann nur hier sein. Unzählige Male haben die gestandenen Musiker, alle mit fundierter Ausbildung, schon in der Elbstadt gespielt. Allen voran seit 1964 er, Bandgründer Martin Schreier. Ich bin auch wirklich stolz darüber, dass die Band als Art-Rock-Musikband so lange bis zum heutigen Tag durchgehalten hat und dass man uns nicht vergessen hat. Ein Jahr war auch Veronika Fischer bei der Sternkombo Meißen. Es war ihre erste Rockband, in der sie 1970 noch vor Panterei gesungen hat. Zum 55. Bandgeburtstag darf sie nicht fehlen. 55 Jahre ist sehr mutig und nach wie vor, aber sie haben einfach geschickt auch gute Partner gefunden, die in der Band spielen. Und insofern hat sich das so lang gehalten und gute Musik hält sich bekanntlich auch. Wie die treuen Fans. Viele helfen sogar hinter den Kulissen mit. Wie Mike Brettschneider, Fan seit 36 Jahren. Er betreut die Webseite, den Fanshop und zum Jubiläum gibt's einiges Neues. Wir haben neue T-Shirts am Start, es gibt neue Tourjacken, also insofern doch einiges. Und natürlich auch unsere CD-Alben und so weiter, also das ist auch alles erhältlich. Und es gibt eine ganz tolle Bierkollektion in einer limitierten Auflage. Vom Sternkombo Meißen Jubiläumsbier gibt es zum 55. Geburtstag genau 55 Flaschen. Die dürften nicht für alle Fans reichen. Der Ansturm zum Jubiläumskonzert ist enorm. Die weiteste Anreise aus dem Raum Rostock hat Autogrammjäger Gunnar Kretz. 187.000 Promi-Unterschriften hat er. Viele von der Sternkombo Meißen. Seit 1975 ist er Fan. Es gibt ja auch immer wieder neue Plakate und es gibt immer wieder auch neue Autogrammkarten. Und auch die Besetzung der Sternkombo Meißen ist ja schon sehr, sehr viel gewechselt. Gerade heute Abend sind ja sehr viele ehemalige Sternmeißen-Musiker hier. Er ist ein alter Kollege von uns, der am Anfang mitgespielt hat. Ich war der beste Saxophonist. Meister Hitschow. Nicht nur Freunde und Weggefährten sind gekommen, auch Fans mit Geschenken. Von diesem Kunstwerk ist Bandgründer Martin Schreier ganz besonders beeindruckt. Generationen haben bei Sternkombo Meißen schon Musik gemacht. Immer wieder anders, immer wieder neu, so die Philosophie. Und mit der wird die Band auch weiterhin Erfolg haben. Guck mal, ihr habt euch selber auch ein Erinnerungsstück noch aufgehoben. Dieses Plakat habt ihr für euch selber dann auch unterschreiben lassen von allen, die mitgemacht haben. Ne? Mhm.
Das ist schon auch in eurer Vita, obwohl du auch gerade du vor allem und ich meine, so viel gemacht hast, schon noch ein besonderer Punkt nochmal, ne? Ja. Dieses Konzert, ganz klasse. Wie ist denn das da? Ich meine, ihr seid ja Rocker, ne? Irgendwie schon. Es war bestimmt eine lange Nacht danach noch, ne? Oder? Ja. Vor allem für dich? Also für mich war es ganz besonders kompliziert. Es war zwar schön für mich, aber ich kenne so viele Leute in Meißen. Ja. Und mit jedem wollte ich nun und sollte ich ein Gespräch führen. Mhm. Jeder wollte mich an alte Dinge erinnern, die entweder 20 Jahre oder auch 50 Jahre her waren. Ja, da musst du dann Elefantenhirn erst mal anstrengen, dass du dich an alles erinnern kannst. Ne? Es war kompliziert. Ja, das ist klar. Aber es ist natürlich auch ein tolles Erlebnis, dass die Leute da mit so viel Begeisterung auch mal noch dabei sind und da mitmachen und singen und so. Jetzt haben wir viele Anrufer, die wollen wir natürlich alle hier jetzt dran nehmen. Und zwar, wir fangen mal an. Da ist der Herr Rothe. Hallo, Herr Rothe. Können Sie uns hören, Herr Rothe? Ich grüße Sie. Hallo. Herzliche Grüße ins Studio. Schönen Hallo. Guten Tag. Und meine herzlichsten Glückwünsche zu dem großen Jubiläum. Vielen Dank. Meine Frage besteht darin, ich hätte gern mal gewusst, ob Sie in den 55 Jahren auch mal eine Veranstaltung absagen mussten, aus dänischen Gründen oder aus politischen Gründen? Mhm. Oder konnten Sie immer Ihr Programm durchziehen, wie Sie wollten? Gab es irgendwann mal ein Konzert, das ausfallen musste? Da gab es ein paar Konzerte. Ja? Also entweder ist unser damaliges Auto nebst Hänger zusammengebrochen und wir haben den Spielort nicht erreicht. Ganz selten ist passiert, dass wir aus Krankheitsgründen mal eine Mucke canceln mussten. Ja, politisch gab es auch ganz kuriose Geschichten. Wir haben in Meißen gespielt, 1975 mit der damaligen Fusion. Das war eine Vereinigung von den Klosterbrüdern und Sternkumpo Meißen. Wir haben dort damals sehr, sehr anspruchsvolle Musik gemacht. Aber der Haken an der Sache war, uns trennten damals Tausende von Fans hinterher. Die meisten hatten grüne Parker an. Und das war natürlich für die Behörden suspekt. Mhm. Und man wollte uns partout, gerade in unserer Heimat, unser Konzert nicht spielen lassen. Es gab große Auseinandersetzungen da mit irgendwelchen Ordnungsbehörden. Ja, ja, und ich habe mich dann unheimlich mit denen gestritten. Und in letzter Sekunde haben sie dann vor ausverkauften Haus übrigens diese Veranstaltung dann genehmigt. Ach, also, doch noch. Ja. Das war ein starkes Stück, ja. Wow. Herr Rothe, vielen Dank für Ihre Frage. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Die beiden Konzerte haben stattgefunden, deshalb gibt es auch eine DVD davon, die wir Ihnen zuschicken. Ganz große Klasse. Alles Gute weiterhin. Danke. Ihr wart die Besten und seid die Besten. Dankeschön für euch. Tschüss. Tschüss. Guck mal hier, der Herr Rakel hat auch eine Frage. Herr Rakel aus Forst. Hallo, Herr Rakel. Hallo. Hallo. Ich grüße erstmal ins Studio. Guten Tag. Hallo. Und da hätte ich noch zwei Fragen stellen müssen, bitte. Ja, bitte. Erste Frage wäre, ob Sie ein Ritual vom Auftritt haben? Mhm. Und zweite Frage wäre, welchen Fußballverein in Sachsen Sie eben den, also welcher Fußballverein in Sachsen der beste ist für Sie? Okay, also gibt es ein Ritual? Also wir haben es uns jetzt zur lieben Gewohnheit gemacht, dass wir uns vor jedem Auftritt jetzt mal kräftig in den Arm nehmen und viel Glück wünschen, oder? Ja, ja. Wir sind ja kleiner denn je, diese Band. Ja. Und für uns ist das einfach wichtig, dass wir auch zusammenhalten. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt wirklich vor jedem Konzert. Ja. Das ist klasse. Und habt ihr einen Fußballverein, den ihr favorisiert? Ich in nicht. Sachsen? Ja. Na, absolut. Nämlich? Na, Leipzig. Siehst du? Ja. Oder ich natürlich ganz speziell, war früher natürlich schon Fan von Dynamo Dresden. Und bin es jetzt immer noch. Okay. Aber Leipzig ist mein Favorit. Manu, hast du irgendwie Fußball? Ich habe mit Fußball nichts am Hut. Nichts mit Fußball zu tun. Na gut, aber immerhin. Herr Rackel, vielen Dank für den Anruf. Auch Sie kriegen die DVD von uns. Ja, ich danke Ihnen. Tschüss. Schöne Grüße, tschüssi. Danke. So, dann nehmen wir noch schnell Herrn Peters aus Neubrandenburg. Hallo, weggedrückt. Nee, doch nicht. Ist wieder dran. Herr Peters, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Lieben Gruß in die Runde und erstmal alles Gute zum 55. Bandjubiläum oder zum Geburtstag, wie man möchte. Tausend Dank. Meine Frage ist, wie seid ihr damals mit Zensuren umgegangen, wenn Lieder zensiert wurden oder so? Gab's das? Hast du das erlebt, dass ihr Lieder nicht spielen durftet oder dass der Text nicht gefallen gefunden hat da oben? Also könnte ich jetzt eine Stunde einen Vortrag halten über dieses Thema.
Aber um das abzukürzen, das war ja damals so, es gab ja Gesetze diesbezüglich. Man, es gab das sogenannte 60-40, also man durfte nur 60% eigene oder DDR-Musik spielen. Das andere war Westimporte. Und dann gab es noch VE, das war verbotene Einfuhr. Ja. Aber genau VE, das haben wir zu der damaligen Zeit zu 100% gespielt. Okay. Und es gab immer große Probleme damit. Wir waren auch regional ab und zu mal verboten worden, weil wir genau diese Sachen nicht eingehalten hatten. Und ich kann mich noch an eine Episode erinnern, kleiner Gag am Rande. Wir haben im Hamburger Hof in Meißen gespielt, das war übrigens 200 Meter von unserem Spielort weg, wo wir das Jubiläumskonzert gemacht haben, der leider jetzt verfallen ist. Dort haben wir immer zum Tanztee gespielt. Und wir waren uns natürlich damals der Gefahr bewusst, um nicht verboten zu werden. Aber es waren, die Häscher waren da. Ja, und die hatten sich verbarrikadiert. Ja. Und das Mikrofon, mit dem sie uns überführen wollten, hing auf so einen kleinen Balkon runter. Das wusstet ihr? Ja, und das habe ich gesehen. Ja. Und ich war ein guter Luftgewehrschütze. Ich bin dann dort nach Hause gefahren, habe mein Luftgewehr geholt. Das hat ein schönes Zielfernrohr und vielleicht hat 20 Meter Entfernung. Der erste Schuss hat gesessen. Und das Mikrofon war geerdet und wir konnten spielen, was wir wollen an dem Abend. Bei dem war das Luftgewehr immer mit dabei. Klasse Geschichte. Herr Peters, vielen Dank für die Frage. Sie kriegen von uns auch die DVD zugeschickt. Alles Gute für Sie. Und wo es gerade um so schöne Geschichten von damals geht, wir haben was rausgekramt. Und zwar aus dem Jahre 1982. Da warst du noch gar nicht auf der Welt, nee. Manu. Aus der Sendung bei uns zu Hause im Kirnitschtal. Da hat die Sternkombo Meißen gespielt und... Dazu wurden junge Leute befragt und da wurde auch so ein bisschen der Text des Liedes thematisiert. Bitte schön, sehr interessant. Leben möchte ich, dass ich irgendwann mal über Wolken flog. Einmal verloren zwischen Träumen zu sein. Stern Meißen singt Leben möchte ich. Ein bisschen philosophischer Text eigentlich. Wie möchtest du ein Leben? Ach, naja, so, dass irgendwie jeder Tag irgendwie was anderes ist, nicht gleich. So, dass ich eben was erlebe und sinnvoll ist das Leben. Naja, und immer irgendwas schaffe. Ich so dahin leben. Mit allerhand Vorsätzen für die Lebensführung. Hast du solche auch? Na, in etwa, ja. Welche zum Beispiel? Anständig zu leben. Nur so zu leben, was ich praktisch brauche. Nicht irgendwie durch irgendwelche Kundentouren, sondern auf ehrliche Art und Weise. Durch meine Hände Arbeit praktisch. Und hast du auch irgendwelche Vorsätze? Naja, so direkt. Also Vorsätze habe ich, dass ich erstmal meinen Beruf ordentlich meine Lehre abschließe und dann eben auch ordentlich arbeite und das Vertrauen, eben, was in mich gesetzt wird, dann in eine eigene Herde zu führen, auch zu rechtfertigen. Du bist Schäferlehrling, gell? Ja. Wann bist du fertig und richtige Schäferin? 1983. Leben möchte ich, dass ich einmal sagen kann, ich lebte so. Dass ich nahm und dass ich da von anderen gereicht. Leben möchte ich, dass ich einmal sagen kann, ich lebte so. Auch in der Zeit danach von mir etwas bleibt. Hier möchte ich. Ein wunderbares Dokument vergangener Tage. Ah, das waren noch Zeiten. Und die Frisuren in Bärte kommen ja alle wieder. Ne? Sag mal, das müssen wir unbedingt mal klären. Du bist zwei Jahre später, also zwei Jahre nachdem ihr das aufgenommen habt, ist der Manuel erst geboren worden. Glaube ich, 84er bist du, ne? 84. Genau. Ja, ja. Du bist 2012 zur Band gekommen. Mhm. Wann hast du eigentlich Sternkombo Meißen zum ersten Mal wahrgenommen? Ich glaube, da war ich so 6 oder 7 Jahre alt. Und zwar passierte das dadurch, weil ich ein Plattencover ganz interessant fand. Ja. Und das war Reise zum Mittelpunkt des Menschen, nannte sich das Album. Da war ein großer Kopf drauf, ne? Verschiedene Koordinaten und alles sehr bunt und sehr, sehr schwülstig. Und das hat mich irgendwie, oh, was ist denn das, interessiert. Und habe dann die Platte aufgelegt.
Gut, das war die Initialzündung für diese Art von Musik. Du bist ja ein absoluter Fan von, sag mal, Ostrockmusik im weitesten Sinn. Das ist ja so ein Begriff, der jetzt nicht unbedingt zwingend auf Rock jetzt so zugespitzt ist. Nee. Wie kamst du denn dann dazu, dass du ein Teil der Sternenkombo Meißen geworden bist? Also es gab einen Besetzungswechsel. Ja. 2012, wie so oft, genau. Und ich habe mich dann ganz größenwahnsinnig einfach beim Management gemeldet. Wir kannten uns, weil ich sollte mal im Vorprogramm von Stern auftreten. Das hat aber nie, ist nie dazu gekommen. Ja. Und dadurch hatte ich Kontakt und kannte den Detlef Seidel. Und mit dem bin ich dann in Verbindung getreten und habe dann die Jungs kennengelernt. Ich sollte zum Vorspiel fahren, habe das gemacht. Ja, und dann... Zack, hat der Chef entschieden, der soll es sein. Also dann war er da. Naja, der hat es... Naja, ich habe erst... Ein bisschen komisch war es, er ist ja damals zu uns gekommen, sah noch ganz anders aus. Kurz. Er war damals 27, sah aber aus wie 18. Und mir war das nicht ganz klar, wie das funktionieren sollte. Jetzt ganz klar, ja. Der ganz junge Mann mit den etwas älteren Herren, ob das überhaupt geht. So vom ja, und wir sind dann so verblieben, er ist dann zum Konzert mitgekommen, hat ein paar Songs gesungen und das Publikum war sehr zufrieden damit. Und an dieser Stelle war klar, dass also haben wir es jetzt endlich die Fans auch mit entschieden, ne? Das ist so geworden. Das ist doch der beste Weg eigentlich. Und es funktioniert. Und wie das funktioniert, das sehen wir jetzt auch. Wir haben nämlich heute, wir haben heute ein bisschen Stress hier bei uns im Studio, weil wir machen doch das Sven Henschel. Der braucht ja mal wahnsinnig viel Platz für seine ganzen Scheren und Haarspraydosen. Und deshalb haben wir den Musiktitel heute, aber vor zwei Stunden oder so war es, bei uns hier im Studio aufgezeichnet. Ist quasi wie live, liebe Zuschauer. Und deshalb sehen wir jetzt nämlich auch die Sternenkombo Meißen in ihrer aktuellen Besetzung mit Nimm die Welt in die Hand. Propheten nicht die Macht, denn sie wollen nur deine Energie. Schau dir ihre Wahrheit richtig an. Steh nur
So, Sebastian und Axel sind auch noch dazu gekommen. Schön, dass ihr auch noch kurz da seid zum Tschüss sagen. Aber der Martin wollte unbedingt noch was sagen. Ich wollte unbedingt noch sagen, nicht, dass unsere Fans jetzt denken, ich bin wieder der Schlagzeuger. Unser eigentlicher Schlagzeuger Frank Schöbel ist in Schirmer. Ja. Frank Schirmer ist in Das wäre jetzt mal die News des Tages gewesen. Ja, jawohl. Aber bei euch ist alles möglich doch. Hör zu. Also, der ist in seinem zweiten Leben Lehrer, Musiklehrer. Ja. Und der ist jetzt mit seiner Klasse unterwegs, deswegen konnte er ja nicht hier sein. Also, deswegen grüßen wir den jetzt herrlich. Jawohl. Auch schöne Grüße. Frank Schöbel. Auch an Frank Schöbel schöne Grüße. Ja, du bist eingekauft als Schlagzeuger, Frank. Du bist im nächsten mit dabei. So, ganz kurz. Jetzt geht's noch weiter. Es wird noch weiter gefeiert. Das war nicht das letzte Konzert am Samstag. Ne? Die Tour geht weiter quasi. Wir haben noch einige Konzerte dieses Jahr. Ja. Kann jeder auf unserer Webseite gucken, wo die sind. Genau. Es kommt noch einiges. Und ins nächste Jahr gehen wir auch mit Konzerten natürlich. Geht dann gleich weiter. Hört nicht auf und das ist gut so. Die Fans werden es euch danken, weil die lieben euch nach wie vor und so wird es noch bleiben. Dankeschön, dass ihr heute hier seid. Es war ganz, ganz toll. Wirklich, hat Spaß gemacht. Und ja, liebe Zuschauer, wir müssen leider Schluss machen, aber wir haben noch was anderes Tolles für Sie, nämlich Michaela Koschak mit dem Wetter.